Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei uns im Studio von Hyperraum TV. Die Weiten des Universums. Auf unbekannten Bahnen reisen hier hochenergetische Teilchen Jahrmillionen und mehr durch die Galaxis. Manchmal treffen die einsamen Reisenden, die wir kosmische Höhenstrahlung nennen, auf die irdische Atmosphäre. Sie wurde erstmals 1912 von dem österreichischen Physiker und späteren Nobelpreisträger Viktor Franz Hess nachgewiesen, bei Messungen seiner bemannten Ballonfahrten zur Untersuchung der Atmosphäre. Die Teilchen zeigen extrem hohe Energie. Sie liegt in einem Bereich, der alle sonst bekannten Teilchenenergien bei weitem sprengt. Zum Vergleich: Ein Blick in ein irdisches Labor für Teilchenphysik. Hier werden Kerne mit mehr als 99% der Lichtgeschwindigkeit aufeinander geschossen. Dabei werden Energien frei, die bis zu 10 hoch 12 Elektronenvolt zeigen, also im Bereich von Teraelektronenvolt liegen. Im alphamagnetischen Spektrometer, dem AMS auf der Internationalen Raumstation, messen wir Teilchen, die schon eine Zehnerpotenz höher sind. Doch die nachgewiesene Bandbreite der energiereichen Teilchen in der kosmischen Höhenstrahlung reicht von 10 hoch 15 bis über 10 hoch 20 Elektronenvolt. Physiker teilen sie heute in zwei Klassen. Die niederenergetische, die schon relativ gut erforscht ist, und den hochenergetischen Anteil, er bleibt vorläufig ein Mysterium. Wir wissen nicht, wie die hochenergetische Strahlung entsteht. Wir haben einmal ein Problem, dass wir eigentlich kein Objekt im Weltraum kennen oder einen Mechanismus kennen, der Teilchen auf diese hohen Energien beschleunigen könnte. Also so wie wir die kosmischen Objekte verstehen, sind die eigentlich nicht in der Lage, die Teilchen auf diese hohen Energien zu beschleunigen. Wenn man also einfach klassisches Beschleunigerprinzip anwendet und so, ist es schwer vorzustellen, wie man so hohe Energien erreichen kann. Wir sind immerhin erheblich höher als zum Beispiel der größte Teilchenbeschleuniger auf der Erde. Ja? Werden die im Kosmos herumschwirrenden Teilchen erst während ihrer langen intergalaktischen Reise so richtig auf Touren gebracht, zum Beispiel durch den Swing-by-Effekt in den Magnetfeldern gewaltiger, massenenergetisch aufgeladen? Oder entstehen sie bereits im Kernreaktor von exotischen Sternen? Nach heutigem Verständnis der kernphysikalischen Sternentwicklung wäre das allerdings kaum erklärbar. Wie also kommt diese extreme Höhenstrahlung zustande? Und auch diese Frage wartet noch auf Ihre Beantwortung. Wo kommen Sie auf Ihrer Reise durchs Universum überhaupt her? Nur genauere Kenntnis darüber kann helfen, das Geheimnis der kosmischen Höhenstrahlung zu lüften. Doch höchst energetische Strahlung trifft nur selten mit solch großer Wucht auf die Atmosphäre. Physiker schätzen, dass Teilchen mit einer Energie von 10 hoch 20 Elektronenvolt durchschnittlich nur alle 6 Sekunden in die Erdatmosphäre eintreten. Diese höchstenergetische kosmische Strahlung zu untersuchen, ist Aufgabe des Pierre-Auger-Observatoriums in den argentinischen Anden. Auf fast 1500 Metern Höhe in einsamer Hochfläche gelegen, wird die kosmische Strahlung seit 2002 gemessen. Auf einer Fläche von rund 3500 Quadratkilometern sind unterschiedliche Analysemethoden mit zahlreichen Detektoren aufgebaut worden. Es gibt insgesamt 4 Gebäude mit jeweils 6 Teleskopen, also insgesamt haben wir 24 Teleskope, die das gesamte Array der Cherenkov-Detektoren überblickt. Und wir haben hier eben mit diesen beiden Systemen die Möglichkeit, systematische Fehler, die in einem System existieren können, auszuschalten oder herauszufiltern, weil das Nachweisprinzip vollkommen verschieden ist. Wir schauen hier nach Fluoreszenzlicht in der Atmosphäre. In den Cherenkov-Detektoren schauen wir nach Cherenkov-Licht, das also durch die Teilchen im Wasser erzeugt wird. Das Observatorium ist nach dem französischen Physiker Pierre Auger benannt, der die von Hess entdeckte Teilchenstrahlung in den 30er Jahren genauer untersucht hat. Dabei stellte er fest, dass sie, sobald deren Teilchen in rund 10 Kilometern Höhe auf die irdische Atmosphäre treffen, mit Stickstoffmolekülen sowie anderen Atmosphäreteilchen kollidieren. Dabei entstehen ausgedehnte Teilchenschauer. Die werden natürlich vollständig zertrümmert. Die Bruchstücke erzeugen andere Teilchen, subatomare Teilchen, und das setzt sich also in einer Kaskade, weil diese Teilchen, die da erzeugt werden, haben natürlich auch extrem hohe Energien.
machen Kernreaktionen mit weiteren Stickstoffmolekülen, Sauerstoffmolekülen, Atomen in der Atmosphäre. Und dabei werden immer neue, immer mehr Teilchen erzeugt. Unterschiedlichste Teilchen, in unterschiedliche Formen von Teilchen am Anfang dieser Kaskade. Die nachfolgenden Teilchen haben natürlich immer weniger Energie. Das heißt, irgendwann können bestimmte Teilchen, deren Masse entsprechend oberhalb der Energie, die die Teilchen haben, liegt, nicht mehr erzeugt werden. Am Ende, wenn die Teilchen am Boden ankommen, gibt es dann eigentlich nur noch Myonen, Elektronen und Positronen. Und das sind die Teilchen, die wir letztendlich in den Detektoren nachweisen. Auf dem Weg dieser, wenn diese Myonen und Elektronen durch die Atmosphäre rauschen, wechselwirken sie mit dem Stickstoff, natürlich auch mit dem Sauerstoff, aber uns interessiert nur der Stickstoff, der wird angeregt. Und dann, wenn dann diese Anregung zurückgeht in den Grundzustand, wird ultraviolettes Licht ausgesendet. Und das ist das Licht, was die Fluoreszenzdetektoren sehen. Wenn diese Stickstofffluoreszenz im sichtbaren Bereich läge, würden wir jede Nacht mit bloßem Auge diese Schauerstrukturen sehen. Ja? Aber da es im UV-Bereich ist und wir UV nicht sehen können, meinetwegen, vielleicht einige Insekten sehen vielleicht die Schauer jede Nacht, ich weiß es nicht, sehen wir eben das nur mit unserem hochempfindlichen Detektor. Der sich auf dem Weg zur Erdoberfläche entwickelnde kaskadierende Teilchenschauer wird umso mächtiger, je energiereicher das Primärteilchen ist. Hier im Bereich des Pierre-Auger-Observatoriums gehen jährlich 30 bis 35 höchstenergetische Teilchenschauer nieder. Sie werden seit einem Jahrzehnt dokumentiert und analysiert. Für statistische Aussagen ist das nicht gerade viel. Langzeitbeobachtung ist deshalb angesagt. Im Observatorium kann nur die Sekundärstrahlung gemessen werden. Aber der genau vermessene Zeitpunkt der eintreffenden Myonen und Elektronen eines Schauers kann im Verbund mit Modellrechnungen theoretischer Physiker Rückschluss darauf geben, aus welcher Richtung die Primärteilchen auf die Erdoberfläche eingedrungen sind. Es gibt verschiedene Quellen. Es gibt einmal die niederenergetische, die kommt zum Beispiel von unserer Sonne. Es gibt also dann mittlere Energien, die kommen also aus dem Sonnensystem. Und wir interessieren uns aber für die Höhenstrahlung mit den höchsten Energien. Und wir würden gerne wissen, wo die herkommen. Und da gibt es eben verschiedene Theorien. Die einen sagen, die kommen aus unserer Galaxis. Andere sagen, die ganz hohen Energien kommen außerhalb von unserer Galaxis. Und dieses Experiment ist eben ausgelegt, nachzuschauen, wo kommen die her. Und bei den höchsten Energien hat man den Vorteil, dass man aus der Richtung, die man hier auf der Erde misst, wenn dieses Teilchen einen Schauer erzeugt, kann man im Prinzip zurückverfolgen, wo es hergekommen ist, weil die ganz hohen energetischen Teilchen werden praktisch nicht von den Magnetfeldern innerhalb der Galaxis abgelenkt. Bei niederen Energien wandern die Teilchen entsprechend der Magnetfeldlinien rum und man weiß hinterher nicht mehr, wo sie herkamen. Bei den hochenergetischen Teilchen ist diese Störung durch die Magnetfelder klein und da hat man eine gute Chance, herauszufinden, gab es da irgendwo eine Quelle, wo das herkommt. Diese Aussage hat weitreichende Konsequenz. Doch Johnny Kleinfeller, Projektleiter der gesamten Anlage in Malargüe, befasst sich tagtäglich mit dieser Thematik. Ihre Tragweite kommt deshalb nur als fast selbstverständliche Randbemerkung. Es kann sein, dass es irgendwelche neue Physik ist, dass irgendwelche Reliktteilchen aus der Entstehung des Universums zerfallen und diese Teilchen erzeugen. Diese Fragen lassen sich bis heute nicht zweifelsfrei beantworten. Es gibt verschiedene Theorien, aber einige können wir mittlerweile schon ausschließen. Wir wissen, dass die Strahlung nicht isotrop ist. Das heißt, es gibt bestimmte Richtungen, aus der diese Strahlung kommt. Kommt also nicht aus allen Richtungen. Die niederenergetische Strahlung kommt mehr oder weniger aus allen Richtungen, weil sie eben von unterschiedlichen Sternen, nicht nur von der Sonne, erzeugt wird. Und da gibt es also
keine ausgeprägte Richtung. Aber wir wissen von unseren Messungen bisher, die Strahlung ist nicht isotrop. Aber wir können noch nicht sagen, es gibt eine bestimmte Quelle, es gibt ein bestimmtes kosmisches Objekt, wo diese Teilchen herkamen. Ganz am Anfang ihrer Beobachtungen glaubten die Wissenschaftler, Anzeichen dafür gefunden zu haben, dass die Richtung der Schauer mit Standorten von schwarzen Löchern in Verbindung gebracht werden könnte. Das schien auch plausibel. Leider hat sich diese Vermutung mit weiteren statistischen Daten inzwischen als trügerisch herausgestellt. Dagegen erhärtet sich durch die Beobachtungen in der argentinischen Pampa jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die besonders energiereichen Teilchen kosmischer Höhenstrahlung nicht aus der Milchstraße stammen. Sie haben eine weitaus längere intergalaktische Reise hinter sich, ehe sie bei uns eintreffen. Nach 10 Jahren geht es in Malargüe jetzt um den weiteren Ausbau. Ein Upgrade der Messeinheiten in den Tanks soll den nächsten Schritt der Erkenntnis einleiten. Denn neben dem Aspekt, wo aus dem Universum die Teilchen herkommen, rückt nun auch die Frage ins Zentrum, für jeden einzelnen Teilchenschauer das Primärteilchen genau bestimmen zu können. Wir wollen wissen, was ist das primäre Teilchen? Ist es ein schwerer Eisenkern, ist es ein Kohlenstoffatom oder ist es nur ein Proton? Oder ist es nur Neutrino oder nur ein Gamma-Quant. Und mit der bisherigen Messmethode ist es für uns schwierig zu unterscheiden, welche Form das Original, das Primärteilchen hatte. Es gibt aber eine Möglichkeit, da genauer hinzuschauen, weil unterschiedliche Teilchenmassen im Primärteilchen erzeugen im Schauer, wenn der Schauer den Detektor trifft, eine unterschiedliche Zusammensetzung von Myonen und elektromagnetischen Anteil. Wir können zurzeit diese Myonen nur in einigen Detektoren messen, in allen Detektoren nur sehr ungenau. Wir wissen, es sind Myonen, wir wissen, es sind Elektronen und Positronen, aber wie das Verhältnis ist, wie viele Myonen wirklich in so einem Schauer drinstecken, können wir zurzeit nicht messen. Das wollen wir verbessern und dafür wollen wir also unser Detektorsystem verändern, zusätzliche Detektoren installieren, Scintillatoren, die also in der Lage sein werden, den Myonanteil im Schauer genauer zu bestimmen. Und aus dieser Information können wir dann Rückschlüsse ziehen, das könnte mit höherer Wahrscheinlichkeit, wir können nicht sagen, definitiv, das war ein Eisenkern, nein, aber wir können sagen, mit höherer Wahrscheinlichkeit war das ein Eisenkern. Wenn wir andere Parameter mit berücksichtigen, die wir jetzt auch schon in der Auswertung berücksichtigen, aber die Kombination Kenntnis über die Myonen plus die Parameter, die wir jetzt benutzen, um zwischen schweren und leichten Primärteilchen zu unterscheiden, würden es uns erlauben, festzustellen, wann ein Schauer durch ein schweres Teilchen getriggert wurde, initiiert wurde oder wann durch ein leichtes Teilchen. Und das Ziel ist wirklich, das zu unterscheiden, Event für Event. Nicht mehr einfach nur aufgrund der Statistik und aufgrund der Form des Schauers, sondern wirklich Event für Event zu sagen, okay, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Eisen-Event gewesen, das ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Proton-Event gewesen. Die Messdaten, die hier in Malargüe ermittelt und aufbereitet werden, stehen Astrophysikern weltweit für ihre Arbeiten zur Verfügung. Rund 500 Physiker aus den beteiligten rund 90 Einrichtungen nutzen sie heute. Viel Grundlagenforschung läuft weltweit im Bereich der kosmischen Höhenstrahlung. Dennoch, wann der große Durchbruch gelingt, ist offen. Aber aller Voraussicht nach wird in der einsamen Pampa der argentinischen Anden der experimentelle Grundstein für die Entschlüsselung dieses Geheimnisses gelegt.